So, kann man mich jetzt hören? Ja! Okay, ich halte den Redebeitrag jetzt nochmal. Man hat ihn über das Megafon wohl nicht verstanden. Hier sind links die Gebäude des Landgerichts, Oberlandesgerichts. Dort wurden ehemalige Militante der Roten Armee-Fraktion RAF wegen der Aktion im April 1977 gegen den damaligen Generalbundesanwalt Buback vorgeladen. Dazu sind weitere Prozesse gegen ehemalige Militante der RAF in Vorbereitung. Und in Kürze, wahrscheinlich im April, soll in Frankfurt ein Prozess gegen zwei ehemalige Militante der revolutionären Zellen Roten Zora eröffnet werden. Angeklagt sind Christian Gauger, 71 Jahre jung, und Sonja Suder, 79 Jahre, die sich in Untersuchungshaft befindet. Ihnen werden Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen Rote Zora sowie Sprengstoffanschläge gegen imperialistische Konzerne vorgeworfen. Für den Tag des Prozessbeginns gibt es eine Mobilisierung für einen internationalen Aktionstag. Dies zeigt den unaufhörlichen Verfolgungswillen des Staates gegen revolutionäre Kämpferinnen und Kämpfer. Wir lassen uns die revolutionäre Geschichte, unsere Geschichte, nicht von den Herrschenden und Reisen verfälschen. Daher steht zusammen gegen Repression und solidarisiert euch mit den ehemaligen Militanten aus RZ und RAF. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch! Seit 2008 werden mit Hilfe des Paragraphs 129b vor allem linke und revolutionäre Migrantinnen verfolgt, kriminalisiert und als Terroristen gebrandmarkt. Es wurden bislang innerhalb von 4 Jahren 11 Personen mit dem Vorwurf Mitgliedschaft in der revolutionären Volksbefreiungsparteifront DHKPC eingesperrt, angeklagt und verurteilt. Die Verurteilungen reichen von knapp 3 Jahren hin zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Weitere 4 Personen befinden sich mit dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der PKK in Haft. Der erste Prozess gegen eine linke Organisation wurde von einem Senat dieses Oberlandesgerichts geführt. Hintergrund dieser verstärkten Kriminalisierung ist ein weitgehendes Sicherheitsabkommen der BRD mit der Türkei, was verbunden mit zahlreichen Treffen der Innenminister der BRD und der Türkei zu einem gemeinsamen Vorgehen im Kampf gegen den sogenannten Terrorismus geführt hat. Dies bedeutete nichts anderes als die Verschärfung der Maßnahmen gegen türkische und kurdische Organisationen, auch hier in der BRD. Für uns gilt nach wie vor, Terrorist ist der, der verhungern lässt, bombardiert und verhaftet und nicht diejenigen von uns, die in jeder Konsequenz für eine befreite Gesellschaft kämpfen. Weg mit dem Paragraphen 129. 129, das kennen wir schon! Feuer und Fahne der Repression! 129, das kennen wir schon! Feuer und Flamme der Repression! So, wieder abbauen. Widerstand ist der Terrorismus! Das Auto muss wieder hinter den Zug. Auflage der Polizei, etwas anstrengend, aber man macht es. Anti-Kapitalisten!